Hallo Modellbahnfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute geht's weiter mit dem Modellbau, aber nicht so, wie ihr das kennt, dass ich euch quasi das fertige Ergebnis zeige, sondern die nächsten Folgen jetzt für den Bereich, der quasi jetzt von unterhalb von Mulda fertiggestellt wird, wird jetzt wie angekündigt in drei Tutorials weitergemacht, dass ihr mal seht, wie ich das Schritt für Schritt mache. Und heute geht es damit los mit dem Einschottern. Ich habe jetzt da das Stück noch gehabt, quasi von dem fertigen Teil bis in die Tunneleinfahrt. Und wie ich sowas geschottert habe oder wie ich schotter, das möchte ich euch heute gern zeigen. Und ich möchte euch auch in Verbindung damit zeigen, wie das in echt gemacht wird. Denn hier gar nicht weit von uns wurden Gleise neu verlegt und eingeschottert. Und das habe ich mit der Kamera aufgenommen, ist schon bestimmt ein Dreivierteljahr her, halbes Jahr her ungefähr jetzt. Aber das habe ich aufgenommen und das möchte ich euch auch gleich mal mit im Vergleich zeigen, wie das in echt gemacht wird, weil ich denke, das werden viele auch noch nicht gesehen haben und ich fand das ultra interessant, wie das funktioniert. Und ja, wie gesagt, ihr seht jetzt erst, wie die Gleise geschottert werden in echt, in real life. Und danach seht ihr, wie ich meine Gleise schotter. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, und los ging es damit, dass hier eine V100 ankam, eine wunderschöne Lok. Der hat mich dann auch mal mit in den Führerstand reingelassen, fand ich recht cool. Und haben hier den Schotter gebracht, das war allerdings bei Nacht. Und wie der dann rausgefallen ist, das haben wir dann gar nicht mehr gesehen, weil es eben ja ewig gedauert hat. Ja. Und wenn das dann fertig eingeschottert ist und das erste Mal quasi verdichtet wurde und so weiter, fährt dann hier immer einer lang mit so einem kleinen Wägelchen und misst das Ganze aus. Ja, und hier kommt jetzt schon die Stopfmaschine sozusagen. Stand Yellow Submarine dran, fanden wir ganz cool. Und das ist allerdings eine, die eigentlich für Weichen gedacht ist, da hier aber ein Stück, also Strecke und Weichen geschottert wurden, wurde uns gesagt, haben die von Haus aus diese Stopfmaschine eben für Weichen genommen, damit ja, die keine zwei Maschinen eben brauchen. Ne? Und ja, und so sieht das Ganze aus hier von Weitem. Macht auch einen ganz schönen Radau das Ding und jetzt hören wir das Ganze nochmal von ganz Nahaufnahme. Dann sieht man das auch nochmal richtig schön, wie er hier quasi ja, die Gleise immer ein bisschen anhebt, auch wieder verdichtet, wieder draufdrückt. Also richtig interessante Geschichte. Ja, und der erste Radaumacher ist vorbei und der nächste folgt zugleich, denn hier kommt quasi ja, der Besen sozusagen. Der das Ganze jetzt ja, nochmal wie abkehrt sozusagen und auch diese Böschung so ein bisschen formt und dann hinten wieder Schotter, der quasi vielleicht fehlt, wieder einfüllt und so dann am Ende eine ja, wunderbar saubere Schiene hinterlässt. Auch das Gerät ist natürlich wieder gut laut. So, und jetzt kommen wir zur Modellbahn. Und zwar die Schiene seht ihr jetzt unten. Die habe ich zunächst mit diesem Valeo Air Rost einmal ja, gestrichen, beziehungsweise in dem Fall bin ich da mit der Airbrush drüber gegangen und habe die Schienen einmal links und rechts quasi verrostet. Das zeige ich jetzt nicht. Das ist auch schon eine Weile her, wo ich das gemacht habe. Und danach ganz wichtig, oben die Schienen wieder sauber machen. Da am besten mit so einem Holzklötzchen drüber gehen. Ja, als Schotter selbst verwende ich Mobalit Pur von Modellbahn Club Wilder Kaiser. Auch hier nochmal, das ist hier keine Werbung oder so. Ich habe hier alles selbst bezahlt, habe hier keine irgendwelchen Vergünstigungen bekommen oder so. Ne? Also hier muss nirgendwo Werbung stehen. Wie gesagt, diesen Schotter nehme ich, den finde ich ganz schön von der Größe auch und so weiter. Dann brauche ich so ein kleines Metallschälchen da, so eine Büchse, wo ich, damit ich den einfüllen kann und einen schönen feinen Pinsel, mit dem wir das Ganze dann verstreichen. Ja, und los geht's damit.
dass ich jetzt quasi hier den Schotter einmal vorsichtig einfülle. Viele nehmen ja auch so eine Schotterhülfe. Ich komme mit dieser Methode eigentlich sehr gut klar, weil hier kann ich genau dosieren, wie viel ich brauche und habe dann später beim Verpinseln und Verfeinern nicht so viel Arbeit. Und wie gesagt, hier einmal gehe ich immer erst in der Mitte lang, tue das hier einmal schön einfüllen, vorsichtig. Und genau, und dann gehe ich hier nochmal an der Seite, also an den beiden äußeren Seiten, nochmal lang und schütte da auch die entsprechende Menge auf. Und da eben auch ein bisschen gucken, wie weit muss das Schotterbett raus, eben ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger auffüllen, so dass das eben, ja, passt für euch, ne? Da kann man jetzt keine feste Zahl nennen, ne? Wie viel dahin muss, das ist halt individuell. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn das ein bisschen unegal ist, quasi nicht so ganz akkurat, weil so sieht es dann wirklich auch handgemacht aus und in der Natur ist das ja auch nicht, sage ich mal, 100% gerade, ne? Genau. Sehen wir das hier nochmal von das andere Gleis, bisschen von einer anderen Einstellung, dass ihr auch seht, wie viel ich dahin mache. Und das ist nur ganz wenig, ne? Irgendwann kriegt man das auch raus, ne? Wie viel man genau braucht, damit das ungefähr passt. Ja, und hier kommt jetzt das Pinselchen zum Einsatz. Und jetzt gehe ich her und verfülle das nochmal schön, kehre die Steinchen von den Schwellen runter, verfülle das schön links, rechts, dass da überall schön gleichmäßig der Schotter drin liegt. Und hier ganz wichtig darauf achten, dass an den inneren Gleiskanten keine Schottersteine liegen. Denn die werden euch Probleme machen, weil dann dort die Schieneninnenprofile quasi, also die von den Rädern, diese Innenräder, ne, die Lok da halten, dann da dran rumrumpeln und das gibt echt ziemlichen Krach auf der Anlage. Da deswegen aufpassen, dass ihr dort keine Steinchen in dieser Kante seitlich liegen habt. Gerade dort auch, wo diese Eisen, die Kleineisen sind, ne? Dort richtig schön aufpassen, dass ihr da nichts rumliegen habt. Ja, und dann gehen wir jetzt einmal in der Mitte lang, bis das alles schön sauber verkehrt ist. Und danach geht man dann nochmal außen lang, bis das alles schön, ja, zusammengekehrt ist. Und wenn euch das Ergebnis gefällt, und in meinem Fall sieht das jetzt quasi so aus. Dann kann man hergehen und das Ganze verkleben. Hier habe ich wieder Isopropanol in 3 zu 1 mit Wasser gemischt. Also ein Teil Isopropanol, drei Teile Wasser und mein Klebewasser. Auch das ist wieder eine Mischung von 3 zu 1. Drei Teile Wasser, ein Teil Holzkleber und ich nehme so eine kleine Spritze. Man kann da natürlich auch eine Pipette nehmen. Andere tun das auch direkt aus einer Flasche einfüllen. Da muss man auch sein eigenes System finden. Und gehe jetzt hierher und sprühe das Ganze einmal mit dem Isopropanol ein. Hier aufpassen, nicht zu nah rangehen. Also erstmal das Ganze befeuchten, von weit weg, dass es nur so drauf nieselt und dann könnt ihr immer weiter rangehen, dass das richtig schön, ja, durchnässt ist. Umso durchnässter es ist, umso einfacher wird es sein, dass den Kleber in diesen Schotter einzufüllen. Ja, und ihr seht, komme ich immer ein Stück näher ran. Mittlerweile bin ich schon 10 cm ran. Das richtig schön einsprühen, ihr braucht da keine Angst haben, das trocknet wieder auf, das verfliegt, es gibt keine Ränder, nichts. Und dann, ja, wenn ihr das gemacht habt, geht's los mit dem Verkleben. Und hier auch mit der Spritze erstmal innen lang gehen, die einzelnen Zwischenfelder. Quasi immer einen Tropfen rein, dass der schön verfließt. Und ihr seht hier, wie schön das in den Schotter reinzieht. Ja? Und wenn ihr hier mal auf die Schwellen ein bisschen drauf kommt, das ist auch nicht so wild. Das ist trocknet farblos wieder weg. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das Ganze einmal außen, einmal in den Schottern, an dem Schotter und außen dasselbe. Hier gehe ich immer erstmal am Schienenprofil lang und danach dann nochmal außen an der Kante, damit das alles richtig schön mit Leimwasser
eingekleistert ist. Und hier nicht sparen, also ruhig ein bisschen mehr als zu wenig. Es darf nicht schwimmen, also dass er nicht irgendwie, dass das dann oben schwimmt oder so. Aber so wie es jetzt hier ist, gerade in dem mittleren Bereich, da ist es eigentlich perfekt. Und das trocknet dann auch zusammen und ihr kriegt wirklich eine bombenfeste Schotterstruktur. Ja, wie gesagt, an der anderen Seite noch. Ja, und wenn das Ganze fertig ist, sieht das dann so aus. Also sollte eine richtig schöne helle Struktur jetzt. Also man sollte sehen, dass überall Kleber ist. Und ihr seht schon hier, das ist jetzt schon, ja, so 4-5 Minuten her, ist das schon ein bisschen eingesogen. Und es ist dann wirklich wunderbar. Ihr könnt das sehen, hier ist es noch frischer, ne? Hier ist noch ein bisschen mehr. Und das ist wirklich super. Und so wird das Ganze bombenfest. So, nach 24 Stunden ungefähr solltet ihr warten, bis das Ganze richtig schön vertrocknet ist. Da auch nicht drauf fassen oder so, wirklich komplett in Ruhe lassen. Und danach natürlich die Schienen reinigen. Hier habe ich diesen Schienenreiniger von schienenreiniger.de ist der, glaube ich. Da habe ich allerdings nicht das Vlies dran, sondern da mache ich immer so ein Küchentuch ran von. Und Sedulin, ich habe bisher immer Isopropanol genommen und habe aber bei einem Video jetzt erst kürzlich von dem Miniatur Wunderland gesehen, die nimmt das Sidulin dafür. Und das habe ich ausprobiert und das funktioniert wirklich einwandfrei. Und erstens ist es nicht so teuer und zweitens stinkt es nicht so. Das ist eigentlich so der Hauptgrund und macht dieselbe Wirkung. Also funktioniert wunderbar. Und hier einmal ein bisschen Sidulin auf das Pad quasi aufsprühen und dann schön über die Schienen gehen. Na, ja, richtig schön drüber wischen, dass die, dass der Klebereste und so weiter, dass das alles richtig schön weggeht. Das geht wunderbar mit dem Ding. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, fehlt nur noch der letzte Schritt, nämlich einmal alles absaugen. Ja, hier auch nochmal richtig schön über die mit dem Bürstchen unten von dem Sauger, wenn ihr sowas habt, das haben die meisten Sauger dabei, auch nochmal richtig schön ein bisschen drüber gehen, also nicht total fest aufdrücken, aber ruhig ein bisschen, dass eventuell noch kleine lose Steinchen oder so da gleich mit weggesaugt werden. Die stören nur irgendwann. Ja. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist das Gleis eingeschottert und sieht dann so aus. Hier kann man jetzt natürlich noch hergehen, und mit Airbrush-Farben und so weiter oder auch mit dem Pinsel oder auch mit Pulvern noch Akzente setzen und das Ganze noch ja entsprechend altern. Auf meiner Anlage habe ich das Ganze so gelassen, weil es mir so recht gut gefällt, aber das ist absolute Geschmackssache und jeder hat da seinen eigenen Stil und Ideen. Ich fand es so schön, ich habe es so gelassen. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch das mal in echt zu sehen, wie sowas gemacht wird und ja, und wie es dann auf meiner MOBA gemacht wird. Ja, ich denke, das ist eine ganz einfache Sache. Jeder macht das immer ein bisschen anders und ja, ich mache das halt so und ich hoffe, ja, ich konnte euch hier ein bisschen was zeigen und ja, würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare wieder in die Kommentarbox schreibt. Dafür ist sie da. Da freue ich mich immer ganz riesig drüber. Und ja, für einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch immer freuen. Und was soll ich noch sagen? Bis auf danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch. Nächste Woche Samstag, 10.30 Uhr, kommt das nächste Video. Und bis dahin sage ich ja, tschüss und bye bye.